Hier an einer Bucht im Miami Beach. Nein, natürlich nicht. Ja. Okay. Ah. Hier haben wir wieder so einen Ast, wo wieder was reigen muss. Das heißt, wir müssen uns auf die... Folge dem Geräusch, heißt wohl dieses Spiel. Denn, 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 denn. Lass mit mir kommen. The sand between my toes. I hadn't paid attention to the feeling before, and now I couldn't. I didn't feel my body at all. My alarming lack of a physical presence was too much of an existential threat to handle, so I didn't. Into the belly of the beast. Unlike Jonah's, mine was no big fish, but it was just as frightening, if not more so. Oh. Hallo? Ich wüsste, dass es ein Horrorspiel wäre, weil würde ich hier so langsam durchgehen. Day and night, light and darkness. Convenient opposites to explain away complex realities. But can you blame them? Such powerful Nein. symbols. No wonder you'll find them in every story, every dogma. These sweet lies are easier to swallow, easier to live by, rather than admitting that life is rarely so simple. Leute, guckt euch echt mal dieses Level-Design hier an, ey. Das ist unglaublich gemacht. Das ist echt so geil. All of this sounds pretty cheesy or lame, I'm sure. And it is. But honest truths tend to sound like that. We are so unfamiliar with them. In that coma, in that cave, in the dark, it was the only thing of consequence. So beschreiten wir hier den Weg des unterirdischen Flusses. Der sich entlang der gletschernden Höhle entlang fährt oder keine Ahnung. Ich glaube, da gehen wir mal nicht runter. Erstmal noch, was hier hinten ist, weil sonst müssen wir da runterspringen. Das ist wieder ein Bild von Sophie. Sophie. Darkness, a barrier unto itself. Sophia had loved those fables of good and evil. White lies for fuck, wir können da nicht lang. I couldn't delve into the blackness without any light. That und so. Much is easy to grasp. Kann keine Dunkelheit leiden. Großes Fragezeichen. Nein! Was richtig? Ich kann da auch runter. Ich probiere. Ich weiß zwar nicht, wie wir jetzt hier. Light and darkness are absolutes. Absolutes are easy, and easy is boring. But mix them up, and you will find my fascination follows suit. It is at night that we value the sun, the light in the dark. That's what holds my attention.
And that's what I yearned for in the cavern. But my hunger was not sated. Not yet. I starved for light. Okay. Verwirr mich nicht, Typ. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Tag ist Nacht und Nacht ist Tag, ja. Ich probiere jetzt erstmal daraus zu zeichnen. Ja, das hätte mir ja gesagt. Okay. Okay. Ich verstehe. Das heißt jetzt, glaube ich, aber ich darf den ganzen Weg nochmal sprinten. Yay. Ja, ich darf den ganzen Weg nochmal gehen. Hier bin ich doch gestartet. Okay, ich hab's verstanden. Wir gehen jetzt hier einfach nochmal lang, heben den Ball auf, den wir da vorhin schon mitgenommen haben und dann, ich sag jetzt mal aus Versehen, ins Wasser geworfen haben. Und schmeißen ihn runter zu diesem Tag-Nacht-Geschwitsche, sag ich jetzt mal. Damit, ich verstehe die Logik noch nicht ganz, Nacht ist und in der Nacht leuchten die Bälle. Und dann hebe ich den da hinten auf die Brücke auf und gehe mit dem leuchtenden Ball ja, gut. So, weil da, er hat ja gesagt, es ist zu dunkel, sie mag keine Dunkelheit und deswegen kann er da nicht lang. Und ja, jetzt ist es Nacht, da hinten ist was Leuchtendes, wir schnappen uns das Leuchten und gehen in die Dunkelheit mit dem Leuchten, dann ist es nicht mehr dunkel und er geht da lang. Ganz einfaches Prinzip. Yay, wir haben einen Ball. Der hat so geleuchtet. Oh, der macht, erleuchtet ja wirklich alles. So, und somit können wir jetzt hier lang. Und er kann seine Geschichte weiter erzählen. Alter, es ist dunkel. Los, Ball, vor! Wie lange gehen wir, Ball? Musik? Was ist das zur Hölle? Ja, der Weg scheint richtiger zu sein. I knew I had to follow the music, yet I expected something else to go with it. I thought that fear would find me and keep me petrified there forever. Yes, I felt alone and helpless, but the narrative conventions of fear-inducing darkness were not fulfilled. No deep-seated trauma reared its ugly head. Wenigstens wissen wir jetzt, für was wir das Licht jetzt brauchten. Das ist echt extrem dunkel hier drin. Geronimo! Everything was formless and void. Darkness was upon the deep. And so I said, let there be light. And there was light. Ja, Kollege, wo lang gehen wir?
So, Bob, du bist jetzt einfach immer dem Wasser folgen. Wasser. Der Ball heißt jetzt Bob. Ist jetzt fest beschlossen, weil ich brauche einen Kameraden, mit dem ich hier reden kann. Das ist jetzt schon doch ein bisschen creepy trotzdem. Sollen wir schon hier rausgehen oder? Ich weiß es noch nicht. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter. Wir haben Zeit und nehmen uns auch diese Zeit. Ne, hier wird's zu eng. Okay. Gut, dann müssen wir da raus. Oder haben wir etwa ein enges YouTube-Zeitbudget? Ich glaube eher nicht. Go by four. Nein. Ich gehe ja schon. Fresh air again. I wish I'd been able to feel it. Ich weiß schon wohin mit dir. Da sind wieder unsere drei Säulen. Okay, es ist neblig. Okay, der Weg war vorher noch nicht. Hallo? Spiel? Hier ein Vogel. I had to use my brain for this one. Just like that famous song from Bob Dylan. Nix Bob Dylan. Bob, das heißt schon der Ball. Das... What the? Das schaff ich doch nicht mehr. Ich sterb hier sowas von. Das Spiel. Geronimo! Ja, war so klar. Fuck! Which way? Wo lang müssen wir? Damit wir dieses. Ah, ich glaube, ich weiß schon wo. Wir gehen jetzt. Wir können bestimmt oben auf diese Säulen springen. Ah, ne, doch nicht. Hä? Wo lang dann? Spiel. Das ist nicht möglich. Das habe ich gerade, denke ich mal, lautstark bewiesen. Das ist möglich. Ich bin bloß so inkompetent, wahrscheinlich da abzuspringen. Der Ball muss auf jeden Fall da rein, oder gibt es hier noch einen Weg? Ich kann den nochmal mitnehmen. Ball, komm mit. Ball. Aha. Man muss nur auf die richtige Idee kommen. Like Rolling Stone. Man muss nur den Ansatz ein bisschen wissen und dann kann man solche Puzzle lösen. Das ging ja relativ schnell. Und es tropft wieder. Sieht aus, als ob sie irgendwie Saat drauf. Ach, eine Rose. Stimmt. There are gateways to our past. They are all connected, yet they don't really work both ways. Enter deep into a memory and it will lead you to another. But this one will not take you back. Treacherous things, memories. You can easily get trapped by them, but I wouldn't. I told myself my memories always led me to Sophia eventually, and this time it would help me find her.
at the end of the journey. Talamus. Okay, die Löcher haben oben auf jeden Fall was zu bedeuten. Ich bin mir nur noch nicht sicher. Okay. Mit. Okay. Wenn ich den hier ablege, passiert nichts, oder? Ne. Dann kommst du mal mit, weil... Dann bist du bestimmt an einer anderen Stelle notwendig. Ah, hier sind doch wieder diese Kristalle. Das erklärt doch schon mal wieder alles. So, und dann... dafür waren die Lichter da. Oh fuck, jetzt hätte ich mir den Weg merken sollen. Scheiße. Ungefähr weiß ich, glaube ich, noch. Fuck. Ich glaube, das war eine Sackgasse. Oh nein. Ja, das war die Sackgasse. Okay, ich mag das Spiel. Ja, okay, ich hab's. Sehr gut. Wo sind wir? Ah ja. Das ist, ey, das macht echt Spaß. Also, jetzt schon klare Kaufempfehlung. Da. Okay. I have no idea. Nochmal zurück kann ich nicht, oder? Also dann komme ich bestimmt wieder zurück. Oder ich habe einen Trigger aktiviert, sozusagen. Ich dachte eigentlich, ich werde jetzt wieder zurück. Nein, 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 nein! Second sign of corruption. It would eventually spread to the world. And now I was safe. For the most part. Wo bin ich ja hier? Zweimal runtergefallen. Okay. Again. Scheiße. Hallo? Was ist das für ein Teil? Ich check's immer noch nicht ganz. Er hat schon mal was erwähnt davon, aber was genau? Kann ich immer noch nicht sagen, aber ich bin zweimal runtergefallen jetzt, deswegen. I was about to see the light again, but it was more than that. At long last, I would see the Talamus, the sacred tree, the root and end of it all. From the moment I saw it, I knew there was something intangible about it. But I also knew it was my destination. That's where I would find her. That's where I would be forgiven. No. A long and difficult journey separated me from Sophia, but I was ever closer to the Talamus.